Weltall, unendlich und geheimnisvoll. Nicht mal ein Fünftel der Materie dort können wir sehen. Der größte Teil ist unsichtbar. Nur an seiner Wirkung ist er zu erkennen. Forscher nennen diesen verborgenen Teil dunkle Materie. Mit ihrer Schwerkraft hält sie Sterne und Galaxien zusammen. Doch woraus besteht der mysteriöse Stoff? Das wollen Physiker am CERN in den kommenden Jahren klären. In diesem Ring aus Magneten. Die beschleunigen in ihrem Inneren zwei Teilchenstrahlen in entgegengesetzter Richtung, bis die Partikel fast so schnell sind wie das Licht. Dann lassen die Forscher die Strahlen zusammenprallen. So erzeugen sie winzige Feuerbälle, milliardenmal heißer als das Zentrum der Sonne. Auch das Universum ist aus einem Feuerball entstanden, beim sogenannten Urknall vor mehr als 13 Milliarden Jahren. Damals bildeten sich die Bausteine der Materie, die uns heute umgibt. Diesen Schöpfungsprozess stellen die Physiker nach. Sie hoffen, dass in ihrer Urknallmaschine auch Partikel der dunklen Materie entstehen. Das wäre dann ein Beweis dafür, dass diese Materie wirklich existiert. Astronomen fanden mit anderen Methoden Hinweise, dass es dunkle Materie geben muss. Die besten Teleskope der Welt haben sie dazu gebraucht. Dieser Durchbruch konnte nur gelingen, weil Materie mit ihrer Schwerkraft Licht auf gebogene Bahnen zwingen kann. Einen Himmelsausschnitt, neunmal so groß wie der Mond, haben die Astronomen durchforstet. Und die Wege des Lichts in diesem Sektor ermittelt. Bis zu einer Entfernung von 6,5 Milliarden Lichtjahren. So ließ sich die Verteilung der dunklen Materie kartieren. Das Ergebnis stimmt mit der Theorie überein. Es bestätigt, die dunkle Materie klumpt zu immer kleineren, kompakteren Strukturen zusammen. 2008 startete der Satellit Fermi zu seiner Mission. Er soll Spuren der dunklen Materie im Weltall finden. Dazu nimmt der Satellit extrem energiereiche Strahlung ins Visier, die aus dem Zentrum unserer Milchstraße kommt. Die Forscher vermuten, dass dort die Dichte der rätselhaften Substanz am höchsten ist. Und noch eine Mission ist in Vorbereitung. Das riesige Spektrometer soll im kommenden Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS installiert werden. Mit seiner Hilfe wollen Astrophysiker Bausteine der dunklen Materie im Weltraum aufspüren.